RS1 TV Sport wird präsentiert von Frank Berghoff Augenoptik, Ihr Sportbrillenspezialist für Water Running Bike. Frank Berghoff Augenoptik, Ihr Optiker auf der Alleestraße. Am Samstag trafen mit der IGR Remscheid und dem Tabellenführer ERG Iserlohn zwei bis dato ungeschlagene Mannschaften in der Rollhockey-Bundesliga aufeinander. Trotzdem waren die Sauerländer auf dem Papier klarer Favorit. Doch Remscheid legte einen Start nach Maß hin. In der 5. Minute schoss Kapitän Markus Wilk das 1:0 mit einem satten Distanzschuss. Obwohl die Remscheider weiter druckvoll agierten, kam Iserlohn besser ins Spiel. Einen direkten Freistoß nach einer blauen Karte für Defensivspieler Wiegershaus konnte der starke Torwart Matusch zwar noch parieren und auch die Unterzahlsituation überstanden die Bergischen unbeschadet. Trotzdem kippte das Spiel zugunsten der Iserlohner. Henke von Senka und Pereira erzielten nach Unkonzentriertheiten in der IGR-Abwehr die Tore zur 3:1 Halbzeitführung. Die IGR war zu Beginn der zweiten Halbzeit zwar bemüht, dennoch wirkte das Spiel nicht gut. Vorne wurden die wenigen guten Chancen vergeben, hinten wurde Iserlohn zu viel Raum gelassen, um nach Belieben zu kombinieren. Die Folge waren zwei Tore durch Pereira zum 4:5:1. Der Tabellenführer verwaltete den Vorsprung und machte nur noch das Nötigste. Remscheid fehlte die Kraft und die Idee, um noch einmal Gefahr darstellen zu können. So sprang am Ende nur noch ein Treffer durch Julian Peinke zum zwischenzeitlichen 2:5 heraus. Iserlohn war am Ende auch nicht mehr gut, aber immer noch gefährlich. So verirrte sich ein Distanzschuss ins Remscheider Tor, der durch Julian Peinke unhaltbar abgefälscht wurde. Iserlohn gewinnt wegen einer konstanteren und effektiveren Leistung. Verdient. Die nächste Chance zu punkten hat Remscheid nächste Woche zu Hause gegen den Falkenswader RC.